Was hat Jansky denn vorbereitet für uns? Überleben auf der Nordschleife übrigens der Titel. Kann nur gut werden. Moin moin Leute, Boris hier. Moin Willkommen Boris! Zu diesem Video. In der heutigen Folge versucht Sascha zu überleben. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ohne dass wir das zu Ende geguckt haben, wird nix. Ben lacht. Wie, Blätten wird Ben genannt? Was soll das denn? Warum halt... Nee. Ja, Boris, was soll das denn jetzt? Und Niklas beendet mein Rennen. Junge, der Audi. Also ist ein Netspin-Kombi. Das ist doch GT2, oder? Was treibt man nicht, Digga? Der hat noch was vor. Schwing deine Scheißmöhre hier weg, Alter. Jetzt habe ich jetzt... Ach so, wenn wir Jansky gucken, kommst du wieder vorbei, oder was? Ganz nach bist du am Pennen im Bett und wenn Jansky läuft, kommst du wieder, ja? Musst du wieder Hallo sagen. Hi, ich bin's, BJ, die Zauberkatze. Grüß dich. Damit guck ich aber mehr. Siehst du, da geht's schon los. Du machst die ganze Reaktion kaputt. Diesen hochqualitativen Content, den wir mit Jansky seinem Content machen. Wir machen quasi Doppelcontent. Warum hast du eigentlich so eine Sabbe an der Schnute? Erzähl mal. So, legst du dich jetzt ganz gemütlich hin und wir gucken uns jetzt Jansky an? Kriegen wir das hin? Nee, du bist schon wieder so nah an der Tastatur dran hier. Ja. Mhm, ich dich auch. Guck mal, was machst du, wenn ich dich die ganze Zeit mit meinem Kopf so andödel? Du gehst zur Kaffeetasse, aber da ist nichts drin für dich. Du bist nachher einfach nur viel zu aufgeregt. Kann ich jetzt bitte in Ruhe mit Chat Jansky gucken? Du hübsches Katzentier. Kriegen wir das hin? Ja? Okay. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie bitte ruhig, Katzentier. Bleiben Sie ruhig. High five? Boop. Okay. Paga, du hast aber sowas von Katzenladies geträumt, oder? Hast du dir einen abgesammelt, Junge? Komm, leg dich jetzt hier hin. Yeah. Ja. Schön. Okay, wir sind uns einig. Los. Das wird hart unangenehm, Alter. Fährt auf der Geraden, hat jedes Mal weg. Das ist ein Kurven, gottlos langsam. Junge, ist das gottlos ätzend. Geil, Digga, also da vorne geht nichts. Da kommt man halt nicht vorbei. Niklas, ich habe mal von einem weisen Menschen gehört, der mir sehr viel beigebracht hat, was Racing angeht. Be the caution ist hier der richtige Ansatz, um diese Problematik eventuell zu klären. Be the caution. Und hier stirbt er. Perfekt. Yo, you wanna see some real speed? Bin ausgedreht. Wirklich. Also ich sag mal so, man hätte auch darauf verzichten können mit dem Bumpdraft. Und renn vorbei. Das Auto ist ausgedreht da. Es geht nicht. Sag mal, wie viel Paar Handschuhe hat Niklas einfach? Das ist doch jetzt schon das vierte oder fünfte Paar Handschuhe, was der anhat seit den letzten Jansky-Videos. Hat der so einen hohen Verschleiß, weil der so viel fährt? Oder sind das Gartenhandschuhe, die er mittlerweile bei der Gartenarbeit anzieht und deswegen so einen hohen Verschleiß hat? Niklas, wir müssen reden. Aber das machen wir in der Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufnehmen werden. Das hast du wieder gehört, ne? Wenn wir mit Niklas über Podcast reden, ja, das ist wieder so dein Ding. Das wird wahrscheinlich, Paul, die längste Reaction, die du je geschnitten hast für... Nein, auch das... Nee, ich setze dich gleich vom Tisch. Aber weißt du, was noch das viel Schlimmere ist? Ich muss gleich den Staubsauger holen. Das Auto ist ausgedreht da. Es geht nicht. Also schieben geht, aber das Auto ist einfach komplett ausgedreht. Und dann schiebt er mich halt so, dass mein Heck hochgeht. Wirklich. Dann soll er vorbeifahren. Oh, oh. Nein! Oh, den hab ich ja gar... War da ein Yellow Flag? Warte mal kurz. Hat Sascha umgestellt? Ist der umgezogen? Irgendwas sieht hier anders aus. Da fehlt eine Pflanze und ein Tisch. Moment. Aha! Umgezogen also. Das fällt mir doch gleich auf. Nein! Oh, den hab ich ja gar... War da ein Yellow Flag? Really? Toll. Das ist bitter. Gotten rid of him. Gefühlt hat Nils in jedem Video einen anderen Style.
Der wechselt seinen Style wie ich meine Unterhosen. Zweimal im Monat. Hm. That road was blocked. Die Ausstelle kann ich zum Glück. Nein. We've been warned about track limits. Chef, das ist mir scheißegal. Hat niemand gesehen. Die Ausstelle kann ich zum Glück. 200 Lauf Lage. Jansky kann auch wirklich ein sehr böser Mensch sein. Also wenn Jansky möchte, kann Jansky wirklich sehr böse sein und dir wirklich vorhalten, wenn du das guckst, was du eigentlich nicht kannst. Manchmal bin ich sehr froh, dass ich keinen ACC-Content mache und Jansky, also nee, nicht ACC-Content, sondern dass ich keine WOTS anhabe. Natürlich muss ich selbst für Content sorgen. In Ausstelle kann ich zum Glück. Nein! Oh. Oh nein. Yeah, I completely failed my breakpoint there. Fucking hell. Uh-oh. Ah! Also ich sag mal so, wenn du die Idee hast, in dieser Kurve zu überholen, dann hat dich auf jeden Fall der Wahnsinn gepackt. Und hinten halt auch gleich. Klar. Dinge, auf die man sich verlassen kann. Hm. Ja, das war so klar. Ja, ich glaube aber, es hätte sowieso gekracht. Du bist halt über den Curb gefahren, aber im Anschluss hätte ich dir, glaube ich, auch zu wenig Platz gelassen. Aber alles gut passiert. Ja, ich war mir auch unsicher. Ich bin, wie gesagt, Nordschleife ist bei mir komplett Neuland. Und ich dachte mir, ich probiere es jetzt mal im Training aus, bevor ich es am Samstag im 24er mache. Also danke fürs Teilnehmen an dem wissenschaftlichen Experiment. Danke fürs Teilnehmen am wissenschaftlichen Experiment. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin nur zumindest im GT3. Im GT3, nicht. Im GT4 schon. Im GT4 wäre es easy. Weil normalerweise hast du eine Minute 30 Restzeit ungefähr. Oh, ist das geil gerade gewesen. Keine oh mein Gott, Idee. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Move? Hast du die Hose gemacht gerade? Boom, Junge! Zü! Zieh! Nee? Ich krieg mich auf das Ding, aber egal. Schade. Du fährst doch bestimmt nicht an die Box, oder? Oh, cool, oder? Das war verdammt wild, Alter. Der ist nämlich nicht. Ich meine, man hätte bremsen können. Hätte man machen können. Hätte. Es wären 2 Sekunden gewesen. Aber gut, muss man ja nicht. Ist ja jetzt nicht unbedingt notwendig, nicht? Man kann ja auch mal versuchen, da so dran vorbeizukommen. Aber deswegen ist Niklas ja auch Vollprofi und in Diamond und ich nicht. Das unterscheidet uns. Gefahren. Oh. Das war kurz, war aber richtig tot. Oh, er musste nicht liften. Easy. Moin. Ciao. Oh, oh, nein, ich will das alles nicht. Nein. Das will... Nein. Roter? Oh, Leon ist ein weiser Mann. Leon ist ein sehr weiser Mann. Leon. Gambal sieht auch immer so... komplett übermotiviert aus, muss ich sagen. Ich glaube, er hat irgendwann, seitdem er sein Mikrofon gewechselt hat, ein bisschen was von seiner Persönlichkeit umgestellt. Früher hat Gambal sehr viel geschrien, also wirklich exorbitant viel geschrien. Und jetzt ist er so ein, nicht emotionslos, emotionslos ist das falsche Wort, sehr verhalten, was seine Emotionen angeht. Boris versucht seit circa 20 Minuten den Cup Porsche zu überholen. Ja, das ist halt komplett unnötig. Auf der Schleife fahre ich dem weg. Nur auf den Geraden ist er schneller. Aber er findet es scheinbar lustig. GT3 kommt nicht vorbei. Ich würde es wahrscheinlich auch lustig finden. Ja, wie soll ich denn an dem vorbeifahren? Das ist unmöglich. Nope. Das Problem ist, er wird mich jetzt auf der Geraden wiederholen. Oh, meine Fresse, ey. Grüße.
Ah, okay. War sehr vehement. Aber wahrscheinlich macht Niklas kurzen Prozess mit dem, im Gegensatz zu mir. Da fehlt mir ein bisschen der Skill. Witzig. Niklas macht vor, Boris macht nach. Guck mal, sogar Knoppi mit durchgebracht. Easy. Könnte knifflig werden, der BMW. Ach du Scheiße, was hält der Typ denn da? Oh. Oh mein Gott. Nutz die Strecke, Alter. Mann. Erst Boris durchgezogen, dann Boris gekillt. Du, tippitoppi galoppi, würde ich sagen. Scheiße, Mann. dicke Sorry. Also, die Ideallinie ist hier außen, möchte ich mal sagen. Möchte ich nur kurz anmerken. Ich hätte es mir eigentlich schon fast denken können bei der Linie, die der hier irgendwo gefahren ist. Ach, die Karre war krumm. Na, okay. Ja, sein Auto ist krumm. Fährt aber trotzdem halt komplett in der Mitte. Oh! Okay. Oh mein Gott, der ist eingeplant, der Arme. Oh no. Mein Bild steht! Ich. Alter. Alles klar. Okay. Jetzt wird's eklig. Alter, nicht sein Ernst. Ist das ein Arsch? Bruder. Also wenn ich euch wirklich eins mitgeben kann aus jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 100 Stunden Nordschleife, die ich gefahren bin, und das ist so in dem Dreh, versucht's erst gar nicht. Versucht's erst gar nicht. In dieser Kurve irgendwas zu machen. 2 von 3 Mal absoluter Griff ins Klo. Komm mal los. Fischern. 4 Sekunden. Passt easy. Oh, weiter. Guter Trade, guter Trade. Aber hätte ich zurückziehen sollen? Oder? Nein, das war nicht deine Schuld, der ist in dich reingefahren. Oh, ich glaub, dem seine Lenkung ist auch komplett. Die ist komplett im Sack. Oh. Nein. Ja, ripped. Aber du bist gleich bei der Box. Ich bin komplett ripped. Ja, du bist gleich bei der Box. Luca 2. Oh, GT4, der wird wild. Oh. Lol! Und... Ach du Scheiße! Mal gucken, ob Gumball jetzt eine Reaktion rausrutscht. Digga! Ich muss wirklich gestehen, der neue Gumball ist mir sehr sympathisch. Der ist mir wirklich sehr sympathisch. 22,3. Scheiße. Kannst du schon mal merken. Boah. Jetzt hat man fast gleich. Ja, tschüss, Richie. Danke. Ja! Nein, du. Richie hat SDL getötet. Richie hat SDL getötet. Und wegwerfen. Da waren 16. Fertig, ich glaube, ich würde noch ein Reiterrennen fahren. Am Ende der Woche fahren wir ein Reiterrennen mit Flo zusammen, okay, Chat? Am Ende der Woche. In diesem Moment wissen wir schon, als das gesagt wurde und Jansky das mit aufgenommen hat, in dieses Video, davon wird es ein eigenes Video geben. Und Blätten lernt aber auch nicht aus seinem Scheiß. Man denkt sich immer so, das ist wirklich eine total tolle Idee für den Stream. In diesem Moment, auch wenn Blätten es noch nicht weiß, das wird sehr, 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 sehr schmerzhaft für Blätten. Ha! Das wird ganz viel Schmerz für Blätten. Aber wir werden sehen. Das letzte Rennen wird ein Reiterrennen. Oh Gott, mein Arme! Das ist sogar hier mit drinne. Okay. Gut. Da reiß ich mir mal auf. Oh, ich bin dabei.
Was ist denn da los? Ich wollte schnell in die Box. Ich bin auch schnell in die Box. Oh, erstmal 30 Sekunden warten. Oh, ich bin aber auch geflogen, Junge. Ich auch. Das Hund mit der Mentos. Oh, oh ja, Das Gute an der ganzen Sache ist, just in dem Moment, was macht denn bitte hier Tobi in diesem Rennen? Moment! T-Punkt-Error im Mercedes GT4. Aha! Das Gute ist für Blätten, dass das Rennen jetzt eigentlich für ihn vorbei ist. Das heißt, er konnte sich mal wieder aus seiner Verantwortung ziehen, um einfach, Stellt er jetzt ab? Wie haben die das geschafft? Nee, tatsächlich. Blätten, weiter, ich hätte abgestellt. Nicht abfliegen, nicht, nein. Du Arschloch. Ja. Du Arschloch, ich bin tot. Tot, ja. Fährt sich noch gut, gar kein Problem. Wenn du vom Reiter überholt wirst, solltest du es auch den Kindern. Ah, lass mich vorbei. Schade. Ja, nee. Nein. Aua, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich, aua. Den Kindern. Ah, lass mich vorbei. Schade. Ich bin tot. Gutes Auto. Das Jahrtausend. Nee, das Körb war das nicht. Also ich glaube, er wird jetzt nicht sagen, dass er das Körb berührt hat. Deswegen habe ich das ja so angeguckt. Schieb ihn. Ich schieb dich. Schieb mich. Ja. Ja, wir haben es gleich. 92. Ich lebe noch. Ich hab's geschafft. So, die geht flat jetzt hier. Und Blätten gegen flat? Ich finde das vor allen Dingen so schön, die geht flat, fährt nochmal aufs Curb rauf, um das Auto richtig schön unruhig zu machen. Ne? Weil ihr kennt's ja, wibbledy wobbledy wabbledy boo. Die geht voll. Vor allen Dingen, die geht voll. Geht von der Bremse runter, Alter. Und sogar vom Gas. Die geht voll. Oh. Ray FG sagt, ich sehe. Blätten, Alter. Oh, Blätten einfach. Das war ein schönes Jansky-Video. Ich denke, da werden auch die in naher Zukunft noch mehr kommen, weil jetzt ist akut erstmal nur Nordschleife angesagt. Es wird auch die nächsten Tage nichts anderes geben, außer Nordschleife. Nordschleife. Mich würde es nicht wundern, wenn der Rennkalender bei LFM auch nur auf die Nordschleife ausgelegt ist oder du sogar mittlerweile eine eigene Serie dafür hast für die Nordschleife. Gibt es eine eigene Serie? Warte, ich muss nachforschen. Nordschleife Sprint Cup und Nordschleife Endurance NES. Du, das ist so sicher wie das Ja und Amen in der Kirche, oder wie sagt man dazu? Ja, da ist es.